Leute, das ist doch wohl wieder Funkel ohne Ende. Packaging! Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Irenes Boxen Welt und Meer. Ja, für mich war das heutige Video eine Überraschung. Ich hatte Bescheid bekommen, dass die Mia Box unterwegs ist und habe natürlich gedacht, das wäre meine reguläre Monatsbox, die vom April. Ja, was soll ich euch sagen? Als ich es aufgemacht habe, ihr habt es im Thumbnail gesehen. Nein, es ist das Secret Osterspa-Paket. Ja, jetzt bin ich natürlich super gespannt, was drin ist. Ihr auch, nehme ich an. So, die konnte man separat bestellen, unabhängig von der eigentlichen Monatsbox, zum Preis von 44,70 €. Ich weiß, da schluckt so mancher erstmal, auch ich. Ja, 44,70 € ist ja nun mal nicht gerade wenig. Aber ich wusste ja von den Sneak Peeks, dass da Secret drin ist. Und bislang hat Secret mich eigentlich nie enttäuscht, wenn das in den Mia-Boxen drin war. Und deswegen, wir gucken jetzt mal gemeinsam rein und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. So, wir haben das Heftchen. Ich gucke nur ganz kurz, ob Preise drin sind. Nein, ich will mich noch nicht spoilern lassen. Deswegen legen wir das dahin, obwohl ich muss ja eh reingucken. Ich muss ja vorlesen, was zu sehen ist. Na gut, also ich klappe es zumindest schon mal auf. Und dann habe ich das Secret-Täschchen. Und ich meine, das hätten wir in der Art schon mal gehabt. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Da sind öfter so Täschchen bei, aber die sind mega praktisch. Und ich gebe die auch schon mal ganz gerne so in Verlosungen mit dabei, weil die sind schön, griffig. So, und jetzt gucken wir. Aber ne, allzu viel ist noch nicht zu sehen, weil wieder diese blauen Maischips da drin sind. Die mir wieder direkt runterfallen. Ja, dann gucken wir doch mal. Greife ich mal nach dem ersten Teil und alle Chips fallen mit raus. Da haben wir die Purifying Peeling Milk mit Aprikosen. Wir schauen mal, was steht da beschrieben. Ah, ich lese euch erstmal vor. Hier ist im Zettel noch extra ein Hinweis. Wir gucken mal. Also, diesen Monat fällt die Mia Box größer aus, als ihr es gewohnt seid, weil wir für Secret Osterspa ganz besondere Hochkaräter besorgt haben. Braucht das natürlich auch Platz. Wir wünschen euch ein frohes Osterfest und ganz viel Freude mit eurer Mia-Box. Als Dankeschön für deine Treue erhältst du eine stylische Beauty-Bag als Geschenk von uns. Ja, ich habe so einiges, was ich zu der Mia-Box gerne erzählen möchte, aber das mache ich erst in der regulären Monatsbox. Die sollte ja jetzt wohl auch bald kommen. Ich weiß, nur der ein oder andere hat mein Video gesehen, dass ich doch zwar gesagt habe, es waren gute Produkte, aber trotzdem für mich eine Enttäuschung bei der letzten Monatsbox. Ja, und da habe ich aber jetzt so einiges zu sagen, weil ich hatte mich dazu durchgerungen, mit einem Mitarbeiter zu telefonieren. Und das war genau richtig, dass ich das getan habe. Und ich freue mich, euch erzählen zu dürfen, was da so bei rausgekommen ist. Aber hier und jetzt sind wir ja bei der von mir bestellten Secret Osterspa Edition. Also Purifying Milk, diese großzügige 150 Milliliter Tube versorgt dich und deine Haut mit langanhaltender Reinigung. Die klärende Reinigungsmilch ist angereichert mit Vitamin E und hochwertigen natürlichen Ölen und wirkt wie zwei Formeln in einer. Die Haut wird gründlich gereinigt und hat gleichzeitig eine sanfte Peeling-Wirkung, wie ein exklusiver Spa-Aufenthalt für dein Gesicht. Ich überlege gerade, ich glaube, ich versuche erstmal die Preise zu ermitteln und dann machen wir hier weiter. Ja, mache ich, weil ich glaube, es ist schon mal ganz wichtig, dass ich dann sagen kann, was für ein Produkt das dann auch ist, was ich euch zeige. Es geht weiter für mich. Für euch war ja jetzt keine Pause. Ich finde das immer so lustig, wenn ich dann zu euch sage, wartet mal eben. Als wenn ihr direkt da steht und warten müsst. Also, ich habe jetzt auch fleißig recherchiert, habe jetzt hier fünf Produkte plus das vor mir liegen. Es ist wie immer mit den Preisen. Sie gehen von bis. Das heißt, ich sage euch jetzt die Preise, die ich auf der Secret-Seite selber gefunden habe. Und die Preise, die ich halt dann zum Beispiel bei diversen Kaufauktionsseiten bekommen habe. Ihr wisst, wen ich meine. Also, da habe ich dann jetzt ermittelt für das Peeling. Das kostet auf dieser Plattform 21 € und auf der offiziellen Seite 55 €. Dann das nächste, die Secret Age Reverse Cobra Mask.
Die hatte ich auch schon mal in der ein oder anderen Edition. Die kostet 13 Euro. Also 13,80 Euro, aber 13 Euro nehmen wir jetzt mal als Grundbasis, als Summe. Die sind toll. Also ich mag die Masken. Ich habe damals zum allerersten Mal in der Maskenball-Edition, dann Katrin, bin ich da drauf gekommen. Und die Masken waren Knaller, gerade die hier. Dann als drittes Produkt ein bekanntes Produkt und zwar von Secret, das Soft Feel Sun Cream. Die hatten wir auch letztes Jahr mit dabei. Achso, mir fällt gerade ein, ich habe euch jetzt gar nicht vorgelesen, was zu der Maske steht, ne? Ach, entschuldigt. Wirke dem Altern effektiv entgegen. Die Age Reverse Whitening Cobra Mask von Secret hält, was sie verspricht. Mit hohem Whitening-Effekt und Antifaltenwirkung überzeugt dieser Topseller von Secret in allen Punkten. Die Maske ist auf natürliche Zellulose basiert, schmiegt sich sanft an deine Haut, das stimmt, und verleiht ihr angenehm weiches Gefühl. Der Aminoproteinkomplex hilft, die Belastbarkeit und Elastizität deiner Haut zu stärken. Perfekt für Frühling und Sommer. So, und Stichwort Sommer. Da haben wir dann die Suncream. Die wird auch wieder so von 20 Euro bis offiziell 54 angegeben. Mit dem Frühling kehrt auch die Sonne mit voller Kraft zurück. Damit deine Haut den starken Strahlen gewachsen ist, versorgen wir dich mit der Entschuldigt. Versorgen wir dich mit der Soft Feel Sun Cream von Secret. Diese geschmeidige und hochwertige Sonnenlotion mit Lichtschutzfaktor 50 ist eine delikate und weiche Creme für den täglichen Gebrauch. Sie bietet dir ein hohes Level an Schutz, was sie zu einem idealen Begleiter in deiner Handtasche macht. Ich muss das jetzt mal austesten. Ihr habt hier dieses Pümpi auch und das finde ich ja schon mal klasse, ne? Ich muss das jetzt mal ausprobieren, ob ich die auch unter meinem Magic Finish dann nehmen kann, ohne dass das irgendwie fleckig wird. Also ich hatte die jetzt in letzter Zeit schon mal benutzt, wenn ich Retinol angewendet habe. Oder diese Säurepeelings, weil da solltet ihr ja auf jeden Fall immer eine Creme mit Lichtschutzfaktor haben. Und da hatte mir die liebe Genie mal gesagt, du kannst doch ganz einfach eine Sonnencreme dafür nehmen. Das wäre die. Ja, und damit kommen wir, und das finde ich ja immer toll, kann ich bei mir immer gebrauchen, ne, mit meinen Herrchen. Habt ihr übrigens schon gesehen? Ganz keck jetzt hier mit so einem Schleifchen. Das habe ich auch mal geschenkt bekommen von einer Abonnentin. Also, Secret Pro Styling Flexi Hairbrush. Die wird angegeben zwischen 26 und 36 Euro. Mit dieser Haarbürste verwandelst du deine Locken in eine wahre Haarpracht. Ob elegant glatt oder Wellen im Sommerfeeling. Mit der Flexi Hairbrush für echte Profis gehören die wärmeren Monate dir allein. Das ist aber das Stylische. Die Farbe ist ja schon mal passend, natürlich super zu Secret. Und die Form. Und guckt mal, ding, ding, die ist wirklich komplett flexibel. Das ist ja wie eine Schlange, die sich bewegt. Mega. Also mit der Flexi Hairbrush für echte Profis gehören die wärmeren Monate dir allein. Die Bürste ist auch für feines oder dünnes Haar bestens geeignet, sodass du die Blicke auf dich ziehst, egal welcher Haartyp du bist. Oh ja, das hört man richtig, ne? Also ich bin ja immer vorsichtig bei solchen harten Borsten. Aber diese Flexibilität finde ich schon mal echt gut, weil wir kennen das ja alle, dass man zwischendurch so drin hängen bleibt, ne? Also ich mache die Haare jetzt nicht auf. Es war viel Arbeit, das heute so hinzukriegen. Gibt bestimmt irgendein Video bei einer Kollegin, die sich da die Haare mal mit kämmt. Also, toll, die gefällt mir. Und auch hier innen drin, ne? Schön gemacht mit dem Blau dazu passend. Sehr schön. Gefällt mir. Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu dem Highlight der Box. Und zwar das Gold Core Timeless Face Serum. Wichtige Info, ich habe auch jetzt eben direkt schon mal angerufen, nachgefragt. Ja, im Begleitheft steht das Augenserum angegeben. Das haben wir nicht da drin. Mir wurde das jetzt so erklärt, man hätte das eine Schwierigkeiten gehabt zu bekommen, aber dieses konnte man noch bekommen und das ist eigentlich das bessere Produkt der beiden. Und dann haben die sich natürlich dafür entschieden, besser das als gar keins drin zu haben. So, manch einer denkt jetzt gerade, warte mal, Gold Core, da war doch was. Genau, in der Santa Deluxe Edition im Dezember hatten wir diese Magnetmaske. Ich blende euch das Foto nochmal ein. Das war so spooky. Ich habe die seitdem auch schon mal öfters benutzt, auch mit meinen Mädels schon zusammen so durchgetestet. Spaß ohne Ende.
Also, und jetzt haben die dazu passend das Face Serum. Und ihr wisst noch vielleicht der ein oder andere, wie teuer diese Goldcore Serie gewesen wäre. Ich erinnere daran, Katrin hatte irgendwas von 1200 Euro ermittelt. Das war Wahnsinnsding, was da drin war. Ich hatte ermittelt, dass es die dann für 99 Euro schon bei dieser gewissen Auktionsseite gab. Aber selbst da, 100 Euro war ein mega Preis. Ja, und jetzt haben wir, ihr seht schon, wenn da so eine Schutzhülle drum ist, wird es teuer. Leute, das ist doch wohl wieder Funkel ohne Ende. Packaging! So, und den Preis, den ich jetzt bisher ermitteln konnte, weil ich konnte das jetzt nicht auf diesen Seiten finden, sondern auf der Originalseite, wohl auch nur für Israel, also dann in Schickel geschrieben, wäre umgerechnet, ich hoffe, ihr sitzt, aber wir sprechen halt von Goldcore, ne? 300 Euro. Also jedem, der diese Edition sich bestellt hat, herzlichen Glückwunsch. Wer sie sich noch nicht bestellt hat, das Secret Oster Spa, bestellt es euch. Weil selbst wenn dieser Preis jetzt nicht mehr richtig sein sollte, weil es dann dadurch, dass mehrere inzwischen die dann bekommen, es die dann wieder günstiger zu bekommen gibt, ist es trotzdem immer noch ein Hammer, Hammer, Hammer Produkt. So, ich lüfte das Geheimnis und deswegen sage ich euch das nochmal. Die ist noch zu bekommen für 44,70 Euro, die Edition. Noch ist sie auf der Seite von Nearbox zu bekommen. So, ich lüfte. Dum, 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 dum. Da ist es. Das ist doch wirklich sowas Edles. Also, das stellt man sich doch so im Bad hin, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Also, ich finde die klasse. Dann habt ihr auch wieder diesen Pimpi. Ich werde den jetzt aber noch nicht anbrechen, weil ich noch von der anderen Serie habe. Aber ich bin beeindruckt, was Mirabox da für uns wieder rausgehauen hat. Also es ist bei Mirabox immer oder so muss man machen. Aber damit haben sie wieder mal ein mega Highlight rausgehauen. Und ich kann euch wohl auch schon sagen, ich habe schon ein Produkt gesehen von der regulären Monatsbox. Lohnt sich. Lohnt sich, die sich diesen Monat zu bestellen, auch wenn sie 27,80 Euro, glaube ich, kostet. Ich würde euch empfehlen, die trotzdem zu bestellen. Da ist ein Produkt drin, was allein schon wieder über 50 € kostet. Also ihr holt es auf jeden Fall rein. Ja, und das, Leute, ich komme auf einen Gesamtwert von, muss ich jetzt mal eben ausrechnen, von bis, ne? Ich rechne mal, bin, ne? Moment. Also, wenn ich den niedrigsten Preis zugrunde lege, bin ich bei 380 Euro, wohlgemerkt ohne diese Tasche. Und nehme ich den teuersten Preis, bin ich bei 458 Euro ohne die Tasche. Muss ich da noch irgendwas sagen, ob sich das jemand bestellen sollte? Also ich meine, klar kann jetzt so manch einer sagen, ja, wir kennen das ja so mit diesen angegebenen Preisen und was hat man dann letztendlich, übertriebene Preise. Mag alles richtig sein, Fakt ist aber, diese Preise kosten sie nun mal und selbst wenn ihr sie günstiger bekommt, wie gesagt, lohnt es sich für den Preis alle Male. Es sind definitiv gute Produkte. Also ich mag Secret. Ich habe lange Zeit schon das Augengel jetzt in Benutzung, bin da zufrieden mit. Und von daher holt sie euch. Und würde mich mal interessieren, schreibt mal, wer hat sie sich schon geholt, wer hat sie sich bestellt und habt ihr auch schon so gejubelt? Yeah! Leute, ernsthaft! Selbst wenn ich jetzt ein Zwischending von 400 Euro nehme. Wahnsinn. Wahnsinn. Vielen Dank, Mirabox. Das war eine schöne Osterüberraschung. Ich weiß, warum ich mir dann immer diese Secret Editionen bestelle. Und fällt mir gerade ein. Ostergeschenk. Ist zwar jetzt vielleicht noch ein bisschen zu knapp, aber dann gebt einfach einen Gutschein rein. Druckt euch im Internet das Heftchen aus und sagt, das bekommst du jetzt von mir. Ist auf dem Postweg. Mega Geschenk. Finde ich jetzt mega, 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 mega. Also ich habe jetzt gerade, mir ist auch eingefallen, ich muss auch noch eine bestellen. Ich wüsste da nämlich jetzt jemanden, der sich satirisch demnächst drüber freut. Leute, ich bin weg. Ich muss nämlich jetzt auch noch mal eine bestellen. Bevor ihr das alle macht. Ach so, und halt, stopp, stopp! Ich vergesse es immer wieder. In der Infobox ist ein Link. Wenn ihr darüber zweimal bestellt habt, dann bekomme ich Bescheid für eine Prämie. Prämien gibt es aber im Moment nicht, sie arbeiten dran.
Aber ich handle da meistens was anderes für aus, was ich hier jetzt an der Stelle nicht verrate. Diejenigen, die es gemacht haben, haben es erfahren, weil ich behalte die Prämie nicht. Ich gebe die immer weiter. Von daher fällt mir gerade noch was ein. Ja, ich muss noch zwei Namen schreiben, ne? Ja, ich blende hier übrigens noch Namen ein, die sich bitte bei mir melden sollen. Tschüss!